Sugar, how you get so fly? Guten Tag, Leute, und willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir. Leute, das wird eher wieder so ein Talk-Video. Die ganze Zeit mein Musikvideo geschnitten und ich bin immer noch nicht fertig. Ich muss mich nachher wieder ransetzen. Wundert euch nicht, wenn die Daily Vlogs jetzt noch vor dem Musikvideo ein bisschen langweilig sind. Aber ich rede jetzt einfach etwas mehr und habe auch eigentlich nicht so viel geplant, weil ich einfach nur die ganze Zeit geschnitten habe. Aber dafür habe ich gerade in meiner Insta-Story euch gefragt, was ihr denkt, worum es eigentlich in meinem Musikvideo geht. Und das werden wir uns gleich zusammen durchlesen. Leute, wer kennt es nicht? Es ist nicht mal 6 Uhr. Es ist schon dunkel. Und weil es auch schon so kalt geworden ist, habe ich auch schon meine Kuschelsocken angezogen, weil es einfach mega kalt ist. Ich habe sogar heute in meinen Kuschelsocken geschlafen, falls es euch interessiert. Kira? Was eine dumme Katze. Was hast du da gefunden? Ein Wattestäbchen. Egal. Wie gesagt, Leute, also ich mache wirklich gerade nichts Besonderes an diesem Abend, weil ich halt wirklich nichts geplant habe. Ich bin wirklich direkt nach der Schule gekommen, habe mich an das Musikvideo gesetzt. Und Leute, es ist wirklich richtig cool. Ich bin wirklich noch gar nicht weit mit dem Musikvideo. Es muss bis morgen fertig sein. Ich werde das auf jeden Fall hinkriegen. Morgen um 20 Uhr ist übrigens die Premiere. Also da wird schon die Premiere eingestellt. Also da könnt ihr quasi schon das Thumbnail und den Titel sehen. Ja, Leute, so sieht es momentan aus. Und ich habe es mir hier wieder an meinem Tisch gemütlich gemacht. Ey, Kira geht mir gerade so auf den Sack, ne? Die kratzt die ganze Zeit an meiner Tür und will in meinem Video dabei sein. Ich habe sie reingeholt. Kleine Nervensäge. Okay, Leute, schauen wir jetzt einfach mal in meine Insta-Story rein, weil da habe ich euch ja gefragt, was ihr denkt, worum es in meinem Musikvideo geht. Ich würde sagen, wir schauen in ein paar Antworten von euch rein. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Die ersten schreiben, es geht ums Touren. Ich kann dazu halt nicht groß was sagen, weil ich will nicht zu viel verraten. Es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber ich habe letztens noch mit Touren aufgehört und ich wüsste jetzt nicht, was ich in einem Musikvideo über Touren sagen sollte. Vielleicht geht es ja auch um Touren. Ich weiß es nicht. Der Nächste oder die Nächste schreibt hier um deine Fröhlichkeit. Ja, also ich bin auf jeden Fall fröhlich in meinem Musikvideo. Ich bin happy. Ich habe Bock auf das Musikvideo, aber genau um meine Fröhlichkeit. Naja, vielleicht geht es auch um meine Fröhlichkeit. So ein Fröhlichkeitssong wäre doch schon ganz toll, oder? Viele sagen auch tatsächlich, dass es um Köln geht. Ja, es könnte wohl so um Köln gehen. Könnte sein. Wie gesagt, ich weiß es ja natürlich nicht. Ein paar haben dann auch wieder um Moritz geschrieben. Zum Beispiel hier, keine Ahnung, um Moritz. Oder Maurizio, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht geht es auch um Moritz. Vielleicht geht es auch um Concrafter. Vielleicht geht es auch um... Genau. Dann haben noch welche geschrieben, dass es eine K1 Louis Louis Parodie ist. Da kann ich euch tatsächlich sagen, dass es der Beat von K1 ist. Das hört man ja direkt von meinem Intro raus. Okay, Leute, ich habe euch jetzt mal so ein paar Antworten von euch vorgelesen. Und ja, ihr merkt schon, es gibt viele verschiedene Antworten. Ich werde euch aber nicht beantworten, welches richtig ist. Das offizielle Musikvideo kommt übermorgen, also den 20.11. um 18 Uhr raus. Also ich möchte mit diesem Musikvideo keine Gesangskünste von mir beweisen. Und die Leute, die gerade dieses Video schauen, auf meine Schule gehen und mich auch persönlich kennen, mich vom Umkreis kennen oder so. Ich möchte euch ein paar Worte sagen und zwar vor allem die, die auf meine Schule gehen. Ihr könnt euch gerne darüber lustig machen, dass ich ein Musikvideo hochlade. Ich habe selber Schiss, dieses Musikvideo hochzuladen und ich mache mich sogar selber darüber lustig, Leute. Ihr könnt mir gerne dumme Sprüche reindrücken oder so. Mir ist das scheißegal, weil ich selber darüber lache. Also wirklich, das Musikvideo soll man nicht zu ernst nehmen. Deswegen ist es mir scheißegal, ob ihr euch darüber lustig macht oder nicht, weil ich mich auch selber darüber lustig mache. An dieser Stelle beende ich jetzt auch dieses Video. Ich weiß, das Video ist relativ kurz, aber dafür kriegt ihr übermorgen ein mega, mega fettes Musikvideo. Und wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann lass jetzt gerne ein Abo da und werde ein Teil von der It's Me Army. Und dann verpasst ihr auch nicht mein Musikvideo und dann verpasst ihr auch nicht die Weihnachtszeit. Oh mein Gott, in der Weihnachtszeit, es werden so kranke Videos online kommen. Okay, Leute, wir sehen uns morgen wieder und tschüssi!